Hey und willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Build die Sims 4 mit dem Alien Haus. Das seht ihr jetzt nochmal in seiner vollen Pracht hier, ja. Vielen lieben Dank auch wieder für die Kommentare, es sind wieder so tolle Sachen dabei. Wir haben ja letztes Mal im Livestream haben wir eine Familie erstellt, die Alien-Familie, die sind da unten. Die sind alle unten in der Küche, die haben alle Hunger. Ja, die waren ganz lange im Kass. Wir haben die erstellt im Livestream. Das ist der Papi. Dann haben wir hier den verrückten Opi. Da die Tochter, die Teenager-Tochter, das Kind, das böse Kind. Boah, das böse Kind. Und die Mami, die ist auch noch, die ist im Keller. Die ist im Labor gerade und macht sich was zum Essen, glaube ich. Ja, genau. Nee, die spielt am Handy rum, oder was macht die? Was macht die denn? Was machst du denn? Hast du Bauchweh oder was? Was machst du denn? Das will ich jetzt noch wissen, bevor ich weiterbaue. Ey, ja, die regt sich auf oder was? Was machst du denn? Ah, einen nicht vorhandenen Salat zubereiten. Ist klar. Wo ist denn der Grill? Wir haben gar keinen Grill. Ja, okay, also heute geht's weiter mit dem Bauen. Und ich bin wieder sehr gespannt, was da draus wird. Denn ich möchte heute das Zimmer einrichten für die Teenagerin hier und vielleicht noch ein bisschen den Partybereich machen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Das hier ist die Teenagerin, ne? Und in den Farben möchte ich jetzt auch das Schlafzimmer einrichten, quasi von ihr, das Jugendzimmer. Und das habt ihr eingerichtet. Das gibt es im Community Special. Hier kommt noch der Partybereich so hin. Und da oben... Da haben wir das Bad, ja, und das Elternschlafzimmer mit Sternen, Himmel, Boden. Das ist ein bisschen noch kahl, da weiß ich immer noch nicht, was ich reinmachen will. Das sind noch so Tentakelbäume, die kommen voll cool, aber die sind leider noch nicht da, die sind noch nicht gewachsen, ja. Und dann haben wir oben jetzt noch ein Zimmer frei und der Opi, der kommt in den Keller. Und da oben machen wir aber jetzt, ja, da haben wir jetzt ein Zimmer für die... Ja, ich mach die Lampen weg. Ich muss die Lampen wegmachen. Venus heißt die, glaube ich. So, die Lampen weg und dann machen wir richtig schöne rote Lampen irgendwie. So, erstmal. Erstmal gucken, genau. Das Wichtigste, wir brauchen erstmal ein Bett. Ja, wir brauchen erstmal ein Bett. Welches Bett nehmen wir denn da? Da passt nicht so viel, wirklich, ne? Da passt nicht so viel. Da können wir eigentlich das Rot-Schwarze auch hier wieder nehmen. Die anderen, die passen irgendwie nicht so doll irgendwie. Die sind alle zu gewöhnlich, finde ich irgendwie. Und das geht noch. Das ist noch so ein bisschen... Ja, so ein bisschen. Aber ich möchte das hier mal rot machen. Wir haben ganz viel Blau und ganz viel Pink in diesem Haus. Aber hier oben mit der besten Aussicht, ne, da kriegt die Tochter das Zimmer. Wahnsinn. Da machen wir zum Bett rein. Und da, das machen wir auch rot. Das wird hier rot-schwarz, dieses Zimmer. Und ich hole mir jetzt hier noch gleich mal Lampen. Und was nehmen wir denn da für Lampen? Was passt denn da gut? Was passt denn da gut? Natürlich so eine Blambob-Lampe wäre nice. Wir machen da so ein bisschen was... Die würde vielleicht ganz gut passen. Ich möchte aber noch was Abgefahreneres haben irgendwie. Was gibt es denn noch? Verwandlampen. Können wir da was Schönes zusammenbasteln? Oh ja, die sind auch cool. Die gibt es auch in Rot-Schwarz. Guck mal einer an. Die sind richtig cool. Und was gibt es da noch? Oh, die sind auch mega, ne? Die gibt es auch in so einer Farbe. Das passt so ein bisschen zu ihren Tattoos und so irgendwie, finde ich, ne? So klar, so ein bisschen orientalisch alles, aber ich glaube, das passt ganz gut. Doch, ich glaube, damit können wir jetzt arbeiten. Das passt ganz gut. Ja, ja, doch. So eine Leuchte vielleicht, na, nee, das nehmen wir nicht, das nehmen wir mal nicht. Und ich mache, die Tapete mache ich auch schwarz. So, wo ist die Tapete? Ich komme da nie ran, da ist die schwarze Tapete. Überall Fenster oder so, ne? So, die machen wir innen drin schwarz hier alles, wow. Ja, so geht das. Und die Farbe von dem Licht, das muss ich auch mal gleich ändern. Machen wir mal Pause. Gleich so ein schönes Rot, ne? Doch, das passt richtig gut zu ihr dann. Oder so ein Vollweiß, ne? Also diese auch so, diese so ganz weiße Skin hat diese Haut. Aber Rot passt ihr einfach am besten irgendwie, ne? Das ist irgendwie total, sieht auch so ein bisschen böse aus, dieses Rot, ne? Rot ist immer so diese böse Farbe. Der Teppich ist natürlich auch nice. Mal gucken, ob wir den größer machen können. Ob der da noch reinpasst. Oh, das wird knapp hier, ne? Das wird voll knapp. Aber ich glaube, das passt noch, oder? Passt das noch? Hier können wir ein bisschen schummeln. Ah, das ist so knapp. Nee, den machen wir kleiner, sonst sieht das so gezwungen aus, alles. Wir machen hier, glaube ich, so ein...
wo haben wir denn noch Platz? Einen Schreibtisch brauchen wir noch und so eine kleine Umzieher. Machen wir hier den Schreibtisch hin, machen wir hier den Teppich so ein bisschen ganz leicht schräg, so ein bisschen so Schreibtisch hier so irgendwie. Und dann, nee, dann machen wir den doch darüber. Das ist die Ankleide-Area. Ja, so machen wir das. Und die können wir vielleicht auch noch vergrößern so ein bisschen. Das kommt immer ganz gut, wenn man diese vergrößert. Aber wir haben unten auch noch so ein paar Poster rausgesucht. Die möchte ich da auch unbedingt mitnehmen. Weil wir denn die Poster, da waren die, genau. Gibt es auch was Rotes, auch sowas. Das ist cool, das passt oben gut rein. Da habe ich mal alle mir raus platziert, damit die da passen. Ja, damit ich die nicht neu suchen muss, wenn ich das wieder suche. Oh, es ist ja noch voll dunkel, wir brauchen noch mehr Lampen, ne? Und die hätte ich gern hier an jeder Ecke irgendwie. Die mache ich dahin. Das passt voll gut. Ich mag diesen Stil jetzt hier bei ihr gern haben. Und dann haben wir da eine schöne Ausleuchtung auch, ne? So, das machen wir so. So, dieses Licht rot. Ja, immer diese Fummelarbeit. Komm hier rot. Dieses Licht rot. So, wow. Die Höhle des Löwen. So machen wir das. Ey, das wird nice. Das wird richtig nice. So, jetzt. Jetzt gucken wir erstmal nach den Möbeln. Was bekommt die für einen Kleiderschrank? Das ist auch mal schwierig, ne? Wir müssen mal Motherload hier eingeben. Wir haben gar kein Geld mehr. Ja, dann müssen wir eigentlich sowas schon nehmen. Oder sowas Glasmäßiges. Das kommt gut. Das ist gut, glaube ich. Das können wir machen, ja. Das machen wir. Aber das kommt so ein Stück weiter rüber. Und da dann noch so ein Spiegel. Ein Leuchtspiegel, natürlich. Hallo, ein Leuchtspiegel. Komm, dann müssen wir den hier aber vor die Lampe packen mit dem Baby.move. Ne? Baby.move Objects. So. Wo sind wir jetzt? Wieder rausgeflogen hier? Ne? So machen wir das. Und die Lampe, die kommt dann hier doch weg. Die kommt dann hier hin oder so. Oder so, ähnlich. Und das hätte ich gern so als... Nee, dann machen wir das doch hier wieder kleiner, weil da können wir so Zeugs noch reinmachen, womit die sich so stylt und so. Das kommt, glaube ich, ganz gut. Wie so ein kleines Regal. Wir nehmen das als Regal. Und da machen wir eine tolle Form. Wie machen wir das? So... Ja, das machen wir so im Kreis. Guck mal an. So machen wir das. Und das Ding noch ein bisschen weiter rüber, sonst kommen wir den Spiegel auch nicht hin. Machen wir das mittig, genau. Und da auch noch dann so einen kleinen Spiegel rein. Oh, ich glaube, das kommt cool. So ein Spiegel da so rein, oder? Ah, jetzt ist das ein bisschen zu hoch, ne? Da gibt es keine schönen anderen Spiegel. Da müssen wir den nehmen. Und den machen wir jetzt mit dem Höhenverstell. Schiebt eins weiter nach oben, oder? Ja. Oder müssen wir alles noch ein Stück? Ja, ein Stück weiter nach unten muss alles noch dann. Nee, nach oben. So ein ganz klein bisschen. Ja, wir lassen da ein bisschen Abstand. Oder lassen wir da doch ein bisschen Abstand? Komm, dann ordnen wir das so an, weil dann sieht man diesen roten Rand da noch. Das finde ich ganz cool. Guck mal an hier. Alien-Spiegel-Design machen wir heute hier im Let's Build. Ja, mal gucken. Dass er hinhaut, habe ich die Kreisform getroffen, oder? Das ist gut, das ist okay. So, ja, das ist gut, das ist voll cool. Und da mache ich auch wieder das Licht jetzt anders, weil das muss natürlich jetzt dann schon stimmen. Wir können vielleicht am Ende nochmal ein Licht machen, dass es nicht ganz so knallig rot ist, aber die müssen jetzt erstmal hier rot werden. Finde ich gut. Und wir schicken die mal nach oben. Wir mal sehen, wie die da sich im Zimmer macht. Können wir gleich mal die Treppen testen. Komm, geh mal nach oben, Madame. Komm, wir sind nach oben. Blum, blum, blum. Schnell. Nimm das Essen mit, genau. Falls du Hunger kriegst auf dem Weg. So. Uiuiui, die Kamera hier oben wieder, ne? Ha, schön, oder? Gefällt dir dein Zimmer, ne? Ist cool, ne? Ist voll cool, oder? Was sagst du? Wahnsinn. Das passt zu dir mit deinen roten Stiefeln hier. Das ist alles rot jetzt hier. Von den ihr habt nachher alles so einen Rotstich irgendwie. Sieht alles nur noch rot. Komm, dann machen wir die hier über das Bett.
Und jetzt noch einen schönen, da gibt es auch die Nachttischschränkchen, auch hier in schwarz-rot. Das passt da ganz gut hin, wenn man ein bisschen trickst hier, oder? Ah, das ist zu eng eigentlich, ne? Komm, wir machen die so leicht schräg. Kommen die da noch rein ins Bett? Das probieren wir gleich mal. Dann ist das auch gleich so ein bisschen crazy wieder. Ja, das ist gut so. Machen wir die mittig oder machen wir die? Nee, ich möchte ihn weiter so nach innen. Ja, aber nicht so weit wie die. Ja, so ist doch gut. Da ist so die Lampe drauf. Wow, hey, das ist ein Megazimmer, oder? Gefällt dir, hm? Und jetzt brauchen wir noch einen Schreibtisch für die gute Alina Alien hier. Die Venus. Und du bekommst hier, oh, so ein Tisch wäre natürlich auch nice. Aber jetzt übertreiben wir es ein bisschen. Ich weiß nicht, soll ich ein Glas nehmen lieber? Ich glaube, ich nehme den Glas. Der ist noch nicht freigeschaltet hier aus An die Arbeit. Da kann ich baby.ignoreGameplay unlocks entitlement so eingeben. Und dann ist der freigeschaltet. Wo ist er jetzt? Ist er weg? Da, dieser Glastisch. Der ist so ein bisschen futuristisch halt, ne? So ein bisschen modern. Modern. Und da gibt es so einen komischen PC. Nee, da gibt es so ein, gibt so eine Megakiste, die leuchtet auch so rot. Die ist cool. Oh ja, das ist nice. Das ist nice. Und was für einen Stuhl kriegst du? So einen Megastuhl hier. Die ist ein bisschen abgefahren. Die steht auf das Zeug. Gibt es den auch in rot? Nee, leider nicht. Aber schwarz. Ah, oh, das ist auch gut. Hm, was machen wir denn? Nehmen wir den? Oder wir nehmen den von unten. Wen haben wir denn da genommen? Haben wir den da unten genommen? Nee, das ist ein anderer, aber den finde ich jetzt irgendwie krass. Der hat so, das ist mehr so dieses Blockige in diesem Zimmer, ne? Das ist mehr so kastig. Nicht so, ich glaube, der passt da ganz gut rein. Ja, 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 das passt zu ihr irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja. wir brauchen noch ein bisschen Bücher oder irgendwas, liest du nix? Nee. Was haben wir denn noch? Irgendwas Cooles. Irgendwas Cooles brauchen wir noch. Wir brauchen noch dieses Blubber-Aquarium. Oh ja, aus Gaumenfreuden. Ich filter hier mal direkt nach. Oh ja, die kriegt auch noch so eine rote Kerze. Ja, so ein bisschen was. Das machen wir mal. So, ja. Ja, das ist gut. Aus Gaumenfreuden, das Blubber-Dings. Pex Gaumenfreuden. Ich glaube, da können wir einiges mitmachen. Oh, die Kerzen würden da auch gut reinpassen. Komm, die machen wir mal schwarz oder machen wir die auch rot? Das ist ein bisschen viel rot, ne? Aber ich glaube, das passt ganz gut irgendwie in dieses Zimmer so rein, vom Stil. Die ist so ein bisschen Gothic-Braut so, ne? Irgendwie. Und so Kerzen passen natürlich perfekt dazu. Komm, die machen wir hier auch nochmal in die Ecke rein. Schön groß. Das wird so eine Vampirhöhle so ein bisschen, ne? Irgendwie. Nee, das ist, mir gefällt das. Das ist mal was ganz anderes jetzt hier im Alienhaus. Wir haben uns sonst immer in dieses Blau-Lila gehalten oder rosa, hellblau, ne? In die Richtung. Und jetzt machen wir so ein bisschen was anderes mal. Das ist, glaube ich, echt gut. So Chili-Schoten hier als Snack. Und jetzt, wo ist meine Blubberwand? Wo ist meine Blubberwand? Wo ist meine Blubberwand? Da ist die Blubberwand. Die gibt es auch in Rot. Guck mal da an. Können wir die noch irgendwo unterbringen? Sonst machen wir die hinter den Schreibtisch. Oh ja, hier. Da passt das ganz gut. Da haben wir noch Platz sogar, da hinter der Treppe. Die muss leider da platziert sein, weil ja, da unten haben wir keinen Platz mehr. Und die Treppe hat ja auch eine bestimmte Breite. Komm, sowas passt da dann ganz gut noch rein. Jetzt müssen wir aber erstmal das Bild hier... Oh, wo ist es jetzt hin? Das Bild hier retten. Das Bild hier retten. Und, oder sollen wir das so dahinter packen? Das ist auch irgendwie nice. Das müssen wir alles noch beleuchten. Ah, was können wir denn da machen? Komm, das nehmen wir mit nach unten. Das tun wir vielleicht hier rein oder so. Müssen wir mal gucken noch. Ist alles so dunkel, da sieht man gar nichts. Aber das macht irgendwie den Charme aus in diesem Raum. Ich glaube, den würde ich gar nicht noch mehr beleuchten. Ich weiß es nicht. Ah, das ist cool. So. Das Blubberdings, genau, das müssen wir auch noch beleuchten. Wie beleuchten wir das denn? Wir gucken nochmal rein. Wandbeleuchtung, ja, irgendwie sowas Cooles. Da gibt es nämlich die mit Verlauf, ne? Die sind halt mega irgendwie, ich weiß auch nicht.
Packen wir da einen Spiegel dahinter? Ich weiß es nicht. Ich möchte da irgendwas crazy noch reinbringen. Oder wir machen da wirklich ganz dezent nur. Wir lassen das indirekt beleuchten. Ich mach mal den Filter wieder raus. Wir machen da wirklich so... Wie kriegen wir das denn beleuchtet? Von oben? Ich nehme mir hier mal 4 Lampen raus. Und mach die mal Farbe dieses Licht rot, Farbe dieses Licht rot, Farbe dieses Licht rot. Ja, jetzt leuchtet das Ding genau, so will ich es haben. So, und jetzt kann ich die da drunter verstecken, so ein bisschen, ne? Die verstecken die einfach da drin. Merkt kein Sim. So, und jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Schalt es mal an hier. Komm. Yes, das ist cool, das ist cool. Da müssen wir jetzt noch was überlegen. Dann machen wir auch einen Spiegel dahinter. Brauchen wir erstmal das Treppengeländer hier, ne? Sonst purzelt die uns da noch runter. Guck mal, das Guckmalgeländer, das heißt wirklich so. So, machen wir das. Ja, es ist hier blöd mit der Form, das ist ganz klar. Aber was wollen wir machen, ne? Wir machen da hinten Kristalle rein. Yay. Wir machen da Kristalle hin und dann nehmen wir diese Bodenleuchten. Die klauen wir jetzt auch wieder von unten, weil da habe ich die schon mal platziert. Diese Dinger da, dieses Führungssystem. Wie sind wir jetzt hier an den Pools drin? Das ist ja komisch. So. In Rot hätte ich die gern, genau so. Und die machen wir da so hin, dann haben wir da so eine Abgrenzung gleich. Und jetzt kommen da die Alien-Pflanzen zum... Baby-Punkt, Show Hidden Objects. Haben wir da heute viele Cheats, ne? So, und da kommen jetzt genau das, habe ich gesucht. Oh, das ist größer, als ich dachte jetzt. Shit. Ja, das war's dann auch damit, oder was? Ah, kann man das unter das Bett platzieren? Die kommen trotzdem rein, weil das sieht auch nice aus. Ja, auch mal testen. Das müssen wir mal testen, ob das geht, weil das wäre ja mega, oder? Das wäre so richtig... Prinzessin auf der Erbse in Alien. Wow. Das wäre geil. Komm, bitte. Bitte versuch zu schlafen, komm. Geht das? Ja, erst mal guckst du das Ding an, genau. Mach mal ein Selfie, auch gut. Mein neues Bett hier, bei Simstagram gepostet. Na, ist gut, oder, die Wand? Gefällt die dir? Dann machen wir so Kristalle jetzt noch rein, so rote. Komm, jetzt probier mal ins Bett zu gehen. Komm, bitte. Nee, es geht nicht. Scheiße. Vielleicht können wir ein bisschen tricksen. Also gucken wir erstmal, ob es an denen liegt oder ob es an den Dingern liegt. Aber ich glaube, es liegt an denen auf dem Boden, ne? Nickerchen machen? Geht nicht, ne? Nee, dann lag es doch an denen. Ja, okay. Ihr könnt wieder zurück. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir probieren mal... die hier wegzumachen, die hier. Und dann die hier so ein bisschen mehr. Vielleicht geht das dann. Ich weiß nicht, wo die genau einsteigen müssen oder ob das generell... Nee, du kommst wieder nicht rein. Ob das generell oder ob das an dem oberen liegt hier. Ja, jetzt geht's. Na, mit dem müssen nur hier oben frei sein, dann ist auch gut. Oh, du hast den Schlafanzug, auch gut. Ne? Das haben wir gar nicht festgelegt beim Livestream. Alles klar, so kommst du also rein. Ne? Gut, dass wir Sims erstellt haben direkt mal. Und die Kerzen, die lassen wir so gelb. Die Kerzen sind halt gelb, ne? So vom Stil her, okay. Und ja, wir machen auch ein Let's Play. Und du hast ja deinen Teller stehen lassen. Das geht ja mal gar nicht. So, jetzt gucken wir, dass wir noch schöne Deko hier reinhauen. Wie gesagt, die Kristalle. Da gucken wir mal im Debug nach den Kristallen. Da gucken wir schnell mal nach den Kristallen. Ich hoffe, ich finde die jetzt auf Anhieb. Oh, ist immer so viel da drin. Aber ich glaube, die kann man auch nicht suchen mit der Suche, ne? Wo sind die da? Jetzt kommen die da, genau, die wollte ich haben. Und die können wir da hinten schön machen. Wir haben so einen Kristallgarten quasi mit ein bisschen vergrößert. So, ja, die müssen ein bisschen kleiner sein. Genau, dass die nur ein Kästchen hier brauchen. Und da machen wir jetzt so Megakristalle. Ja. Da muss man ganz arg aufpassen, so als kleiner Tipp, weil die Dinger, wenn die größer sind, also die Sims können da nicht mehr laufen, wenn das Kästchen hier belegt ist quasi, ne?
Also bei der Treppe weiß ich nicht, wie das funktioniert, weil es ist eigentlich ein anderes Stockwerk. Aber ich probiere es jetzt einfach mal auf gut Glück und guck mal, ob die dann nachher wieder die Treppe runterkommt. Weil ich möchte da voll die Kristalle so machen hier. So. Verschiedene Größen. Und da auch nochmal ein. So irgendwie. Da gibt es ja noch andere, ne? Da gibt es noch so andere irgendwie. Wir können auch mal das hier nehmen, oder? Das ist auch cool. So ein bisschen sieht aus wie so Lavasteine oder so. So glühende. Und dann passt das auch mit dem Blubber, ne? Weil das ist so heiß irgendwie hier. Und dann blubbert das hier ganz cool. Wow, oder? Komm, dann machen wir das hier auch nochmal höher. Größer erstmal und dann nach oben verschieben. Genau, und dann kommt aus dem Lava hier der Blubber. Das dampft dann hier. Das brodelt, sagen wir mal so. Wir müssen nur gucken, dass wir die nicht außerhalb des... dass wir die nicht rausplatzieren, ne? Dass wir die nicht rausplatzieren, dass man die von außen zieht, diese Steine, das ist ja ein bisschen doofig. Gut, das sieht man jetzt eh nicht so arg, aber da sieht man es, deswegen muss hier es sauber sein. So machen wir das. So. Das ist unser Lava-Plubber-Ecke. Ah, ich finde es krass. Komm, wir machen, ist das hier der gleiche? Ich glaube, das ist der gleiche, ne? Ich hätte gern noch so ein bisschen was anderes auch noch. Ein paar schwarze zwischendrin, oder? Das ist ein schöner Kontrast. Oh ja, das ist mega. Weil dieser eh so ein bisschen, ne, schwarz-rot, nicht nur rot. Wir wollen es ja mal nicht übertreiben. Mit dem Rot, was ich eh schon habe hier drin. Ich muss immer ein bisschen drehen, weil wenn man die dreht, dann ja, dann sehen die nicht so gleich aus. So geklont. Und da tricksen wir ein bisschen, dass wir hier mehr Platz haben. Und da machen wir jetzt auch noch so einen Boden, so einen Leuchtboden, der aus Wellness tragt. Der passt da, glaube ich, richtig gut rein. Und den nehmen wir auch hier in Rot, ne? Dann ist das mehr so passend, ja. Wow, wow, wow. Ja, das ist geil. that's amazing, oh my gosh. Da auch noch ein bisschen drehen hier. Hey, richtig drehen, bitte, komm. So, ein bisschen anders. Dann sehen die alle so gleich aus. Das ist wohl schrecklich. Kann man nicht kopieren, ne? Oh nee, jetzt muss ich wieder in den Debug und dann muss ich wieder hinscrollen wahrscheinlich. Nein. Oh nee. Oh Mann. Da ist es jetzt. Hier sind wir schon. Gut. Da, den kleinen schwarzen hier noch. Bisschen kleiner noch. So. Doch, das muss so, das muss so. Da muss schön schwarz und da ist schon abgekühlt am Rand. Und hinten blubbert es noch. Ja, das darf doch ein bisschen abgefahren sein, oder? Was sagt ihr dazu? Ihr könnt immer gern kommentieren. Sehr gern sogar. Jetzt mache ich noch so ein paar ganz mini hin. Das kommt dann auch ganz gut. So ein paar ganz mini. Yay. Hat sie geschenkt bekommen. Vom Opi, der die mitgebracht. Aus 6M. Ja. So ein bisschen Räucherstäbchen, das passt ganz gut, glaube ich, noch. Ja, komm, lass mal wieder aufs Bett. So machen wir das. Und das hier. Komm, räum mal die Schüssel auf, Madame. Mach mal weg hier. Komm, aufräumen, weg. Weg. Weg damit. Wir gucken jetzt noch ein bisschen Deko, ne? Weil das fehlt natürlich hier noch. Es sieht voll kahl aus, voll langweilig. Wir machen noch coole Deko jetzt auch in das Regal rein hinten. Muss ich wahrscheinlich wieder das Ding jetzt hier temporär wegstellen. Die bekommt hier so erstmal so ein bisschen was Wellness-Zeug, ja, für die Haut. Dann hier so ein bisschen Double-Parfüm. Mhm. Man nimmt irgendwie immer das Erste, ne? Wieso nimmt man eigentlich immer das Erste? Die anderen, die sind eigentlich auch voll schön. Man nimmt aber immer irgendwie die erste Farbvariante bei solchen Sachen, finde ich irgendwie, oder? Oder macht ihr das nicht? Also ich klicke da immer das Erste einfach an. So, und das nehmen wir auch noch. Ich weiß, ich stelle es auf den Boden, diesmal vergesse ich es nicht. Wir nehmen noch so ein paar Kerzen, die können wir auch in Rot nehmen.
und in Schwarz. Das passt eh insgesamt voll gut hier rein. Und das nehmen wir auch noch. Dann nehmen wir wieder das hier. Und oh, die kriegt auch einen Schulranzen hier noch. In Rot natürlich. Ja, die müssen auch zur Schule gehen, die Aliens. Da kommen die nicht dran vorbei. Das ist wirklich wahr. Und es ist ja Teenagerzimmer noch. Also, ja. Also ein bisschen Gameplay-Zeug müssen wir da schon reinhauen, ne? Auch. Doch, ich glaube, das ist ganz gut so. Was haben wir da noch? Was haben wir da noch? Das wäre auch cool gewesen hier. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu krass mit dem Stein, ne? Ja, da hat die ist so ein bisschen Kristallsammlerin vielleicht. Gibt es da nur die Farben? Gibt es da nicht andere Farben? Gibt es nur die Farben, ne? Das können wir eigentlich noch machen. Die passen, glaube ich, da hinten ganz gut rein. Dann ist sie so Kristallsammlerin. Dann haben wir schon was Persönliches so ein bisschen, ne? Kristallabgefahrene. Wie viele Dinge haben wir denn? 6 Stück, glaube ich, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Noch eins. Was haben wir noch nicht? Nehmen wir nochmal so ein Blau, oder? Welches haben wir denn genommen? Welches Blau? Wir nehmen einfach das hier. So, und jetzt müssen wir das ganze Ding hier wegschieben. Sonst können wir die da nicht da hochpacken. Ich hoffe, die von der Position her passen die jetzt da rein, ne? Komm, wir können die einfach so ohne dieses Schildchen da reinstellen. Das muss man ja nicht sehen. So, da kann man es dann wieder mal sehen. Weil die Höhen sind halt vordefiniert, ne, von den Dingern. Und die packen wir jetzt da rein und dann haben wir sowas, wie gesagt, sowas Persönliches noch für die Alte. Und das Ding ist viel höher als das andere, ne? Ist aber komisch. Ich dachte, das hätte ich schön ausgerichtet hier. Guck mal eine an. So arg hier. So, ne? So ist gut. Na, nicht da hinten reinrutschen hier. Das ist immer ein bisschen Fummelarbeit hier mit den Move-Objects. Könnt ihr euch angucken in der Tipps und Hilfen-Playlist. Da habe ich ein paar Videos zugemacht, ja. So, da hoch mit dir, auf. Da rein mit dir, so. Oh, das wird ja immer tiefer. So. Gibt das Ding eigentlich auch so Emotionen? Das weiß ich gar nicht. Mal gucken. Jetzt haben wir hier wieder den Salat. Was ist denn da los? Sind die so unsauber ausgerichtet, diese Dinger hier jetzt? Tatsache hier, ne? Wirklich wahr. Wirklich wahr. Das muss auch noch ein Stück weiter nach unten. So, ja. Und dann das Ding auch noch eins. Jetzt passt es hier. Pass hier, ja. Komm, jetzt zick nicht rum hier, genau so. So ist gut. Na, das macht nochmal was her. Das ist so ein bisschen Arbeit, ich weiß, aber ich glaube, das lohnt sich richtig. So, ja, das sieht richtig gut aus jetzt. Ist auch nicht so irgendwie, ne? So, das kommt auch noch auf den Tisch. Das können wir da nach hinten so, noch eins. Können wir da so hinpacken? Nee. Da auch noch. So schön frei kann man das dann da drauf platzieren auf dem Tisch mit dem Move Objects und dann sieht das einfach besser aus. Und die kommen auch noch ein Stück weiter nach hinten. Und die auch. Und dann kriegt die noch so ein paar Papiertücherchen und so, Kosmetiktücher und so in Schwarz natürlich. So, und dann passt das doch ganz gut, oder? Und die Kerzen, die machen wir jetzt hier noch irgendwo so hin. So schön irgendwie, damit das hier abgeschlossen ist, oder? So ein bisschen, ja. Die hat viele Kerzen, die mag Kerzen. Die liebt Kerzen. Und die schwarzen dann auch immer so einen schönen Kontrast, ne? Ja, das ist gut. Da noch eins und... Ah, nicht so fürs Bett. Nachher kommt die wieder nicht rein, wegen den Kerzen dann aber. Ja, die hat viele Kerzen. So. Komm, so ist gut. Ja.
Ja, uiuiui, das gefällt dir. Na, das gefällt dir. Komm, du kannst dich mal wieder umziehen. Dein normales Outfit ist viel besser. Outfit ändern in Alltagskleidung. Mach mal. Komm. Rip. Genau. Guck mal, passt viel besser, ne? Mega. Und jetzt hinten mit dem Blubber. Sehr cool. Gefällt mir richtig gut. Gefällt mir gut. Wahnsinn. Voll schön. Und hier der crazy Arbeitsplatz hier noch. Ja, das ist gut. Hier müssen wir weiß bleiben, leider, mit dem Fenster. Ja, so ist das. Aber das ist doch klasse, oder? Das ist gut, das gefällt mir, das Zimmer. Sollen wir nochmal gucken mit dem Boden? Weil ich glaube, die Böden, die müssen wir auch nochmal irgendwie, da können wir bestimmt nochmal irgendwas rausholen. Gibt es auch noch so irgendwas, ne? Ja, das wäre geil, ne? So ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, so ein bisschen, so was anderes mal. Und das ist so ein bisschen streifig, das passt so irgendwie zu den Tattoos so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Aber es ist einfach, ja, voll vampirlastig so ein bisschen. Vampir-Alien irgendwie, das wäre cool, ein Vampir-Alien. Schade, dass es keine Kreaturen irgendwie mehr gibt in den Erweiterungspacks. Jetzt kamen natürlich die Aliens mit an die Arbeit, aber mit Zeit für Freunde kam gar keine Kreatur. Ich hoffe, die geben dieses Ding nicht ganz auf irgendwie, dass keine Kreaturen mehr irgendwie in den Erweiterungspacks mit drin sind, weil es war ja immer so, dass irgendeine Kreatur im Erweiterungspack mit drin war. Und jetzt mit Zeit für Freunde haben die damit gebrochen. Ja, wir haben das auch beim Event ganz klar den Entwicklern gesagt, hey, das ist blöd. Ja. Und wir haben kein Hashtag grün. Ihr habt es richtig gesehen. Ich suche gerade noch eins. Ich suche gerade noch was Cooles. Das ist zu lieb für die. Brauchen irgendwas Cooles noch. Ja, nicht sowas. Das wird auch gut passen. Es passt zu ihrer Hautfarbe so ein bisschen. Komm, wir stellen das mal da drauf. Wo sind die Duftkerze jetzt hin? Die haben wir da aufs Ding gestellt, ja. Jetzt machen wir noch so ein bisschen was Blümchenmäßiges. Muss da doch rein auch, ne? Ja, so ist gut. Ich weiß, ich soll es nicht zu voll stellen, aber ich mag das irgendwie. Da brauchen wir trotzdem was Liebliches, auch wenn die so ein bisschen Kerzenfanatikerin ist. Irgendwas Cooles hier. Oh, sowas würde auch mal passen, ne? Die kann man sonst irgendwie nirgends verwenden, diese Dinger. Aber das ist, glaube ich, zu krass, ne? Das wird voll gut ins Dschungelrestaurant passen, wegen diesem Boden da. Voll gut. Voll gut. Und dann verpacken wir jetzt auch noch ein paar Lampen rein. Und damit das schön beleuchtet wird von unten, diese Kristalle. Und da machen wir die weiß. Das ist mir gerade lieber. Hier schöne Beleuchtung. Guck mal, dann leuchten die richtig schön. In diesem sonst eigentlich eher so dunklen Zimmer, ne? Mega, mega, mega. Gefällt mir richtig gut. Passt zu ihr. Ist, glaube ich, ganz gut, auch wenn man so ein Zimmer erstellt, wenn man ein Sim hat, ne? Wenn man so ein Sim hat, was ist das für ein Sim? Was für Farben? Ja, passen da dann ganz gut und so. Und deswegen, glaube ich, haben wir da was ganz Gutes jetzt hier erschaffen. Komm, du kannst hier mal aufräumen jetzt, bitte. Aufräumen, komm, aufräumen. Die ignoriert mich voll hier. Kannst du nicht, kommst du nicht ran? Doch, jetzt kommst du ran, ne? Genau, räum mal das auf, bitte, Madame. So, ja, dann haben wir es jetzt. Wir haben es geschafft. Das ist das Teenager-Zimmer. Da geht's raus zum Balkon. Ui, da können wir auch noch einiges machen. Da können wir so einen Boxsack hinstellen. wenn ich nicht abreagieren muss oder sowas. Oder? Das machen wir doch. Mal gucken, was es noch so gibt. Oder das Portal, das würde ja oben auch gut hinpassen. Ja, der Teppich muss da mal weg. Und ich glaube, das UFO hier muss auch weg, ne? Wir brauchen da das Portal. Ja, das wäre da oben schon mega. Da haben wir eher den Partybereich, den Partybalkon. Da möchte man sich eigentlich nicht wegteleportieren. Oder da kommen die Gäste an von 6M. Ist auch cool. Ja. Und da oben, was machen wir denn da? Sollen wir da wirklich so einen Boxsack hinstellen? Ich glaube, das passt zu ihr. Die muss sie immer so, die ist ein bisschen crazy drauf hier. Sie muss sich abreagieren dann. Ja, oder? Wir nehmen den als Wellness-Tag, der ist schön dunkelrot. Ja, und die Ahnen, die gucken zu dann, wie man hier sich schlägt. Wortwörtlich. Ja, das sind so Grabsteine von Aliens. Ich finde das irgendwie krass. Sieht auch ein bisschen so aus, wie wenn man da irgendwie so stehen kann und dann mit denen reden. Irgendwie so, ich weiß auch nicht.
Ja. Komm, die kriegt auch noch so eine Yogamatte. Die ist so. Das ist so eine Yoga. Yoga-Verrückte. Blümchenmuster. Ja. Der passt das nicht so, dass der Opa hier sich breit macht mit seinem Wissenschaftlerkram. Na? Dann hat die noch so ein bisschen Balkon hier. Das ist gut. Das ist cool. Da müssen wir auch noch ausleuchten und alles. Das machen wir aber nächstes Mal. Für heute war es das. Das ist das Alienhaus Teenagerzimmer von der Venus. Ja. Die ist hier eingeschlagen und hat ihre Farbe hat sich durchgesetzt. Sehr krass rot. Könnte auch so ein böser Alien-Zimmer sein, aber ich finde es total cool. Ja, soweit, so gut. Das ist das Alien-Haus, so far, bisher. Und die lassen alle ihre Schüsseln hier stehen. Ich hätte doch einen ordentlich machen sollen. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Die pennen hier schon alle. Den Sendeplan gibt es immer auf Instagram. Ja, dann verpasst ihr nichts. Vielen lieben Dank. Und ja, habt noch einen schönen Tag, Abend oder wann immer ihr das Video anguckt. Und ihr könnt auch abonnieren, dann verpasst ihr das nicht, ne? Weiter hier mit dem Alienhaus. Und ja, es gibt noch schon ein paar Sachen jetzt zu machen. Ich glaube, wir machen nächstes Mal den Partybereich oder hier noch irgendwo einen Raum für den Opa. Wobei wir den auch hier irgendwo unterbringen könnten. Und ja, das ist das Alienhaus bisher. So, ja, macht's gut. Ist schon wieder Tag hier, oh Gott. Ciao.